Hallo zusammen, mein Name ist Mario Lüttemann. Die meisten von euch kennen mich ja sicherlich aus dem Bereich Markttechnik erfolgreich handeln. Ich bin heute hier in Zwickau bei dem Jens Rabe und wir sprechen heute über das Thema Markttechnik und zwar über die Vor- und Nachteile der Markttechnik. Großer Vorteil ist auf jeden Fall immer, dass wir gute Einstiegssignale vor allen Dingen in starken Trends haben. Ein weiterer Vorteil, der uns zugutekommt, ist, dass wir unbegrenzt hohe Gewinne vor allen Dingen in starken Trends machen können. Wir haben einen großen Vorteil, wenn wir einen Wechsel in den Marktsituationen haben, nämlich von Long auf Short, weil wir darauf sofort eingehen können. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben einen fest kalkulierten Stop. Das heißt, egal in welchen Trade wir gehen, wir wissen immer zu jeder Zeit, wie groß unser Verlustrisiko ist. Aber welche Nachteile gibt es, wenn wir markttechnisch handeln? Wir können zum Beispiel sehr schwer in Seitwärtstrends handeln. Am besten überhaupt nicht. Unsere Trefferquoten liegen meist eher unterhalb von 50% und wir haben immer Probleme mit großen Stops, wenn die Vola sehr hoch ist. Das sind die Vor- und Nachteile des markttechnischen Handels. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und ich bin Optionshändler. Ich verkaufe vorrangig Optionen. Was für Vorteile gibt es jetzt beim Optionshandel, wenn man ihn so betreibt, wie ich es tue? Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Also, wir haben natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir wissen von vornherein, wie unsere Trades prozentual statistisch gesehen ausgehen. Und das führt dazu, dass wir eine sehr hohe Trefferquote haben. Das heißt, wir liegen öfters richtig, als dass wir falsch liegen. Trefferquoten im Bereich 65-70% sind bei uns keine Ausnahme. Sehr, sehr positiver Punkt, weil das für viele Trader mental sehr gut ist. Wir können in jeder Marktphase handeln. Also egal, ob wir steigende Märkte haben, ob wir fallende Märkte haben, selbst in Seitwärtsphasen können wir mit dem Verkauf von Optionen Geld verdienen. Und was bei uns sehr, sehr schön ist, was für die meisten Trader schwierig ist, wenn es sehr, sehr hohe Volatilitäten gibt, also beispielsweise nach einem Crash oder am Ende eines Crashs, das ist für uns eigentlich die beste Zeit, weil da können wir relativ risikoarm sehr, sehr schöne Gewinne erzielen. Wo Schatten ist, da ist auch Licht und umgekehrt. Und was ist der Schatten hier beim Optionshandel? Also das heißt, was sind die Nachteile? Wir haben natürlich immer mit Volatilitätsanstiegen zu kämpfen. Das heißt, wenn wir Optionen verkauft haben, die Volatilität, die Marktbewegung wird hektischer, dann ist das immer problematisch für uns. Wenn es ganz lange Trendphasen gibt, das heißt sehr, sehr lange Aufwärtsmärkte, sehr, sehr lange Abwärtsmärkte, dann können wir eigentlich von diesen Phasen nicht überdurchschnittlich partizipieren. Das heißt, ein sehr großer Bullenmarkt, in dem werden wir vom Markt wahrscheinlich immer outperformed, weil wir dann kaum noch Gelegenheiten finden, daran zu partizipieren, weil die Volatilitäten zu niedrig sind und weil wir natürlich, wenn wir beispielsweise Optionen auf Aktien verkaufen, eben nichts davon haben, wenn die Aktie sich mal verdoppelt, weil wir eben nur unsere kleine Prämie kassieren. So, für uns ist immer ein großer Nachteil, dass wir in Umbruchsphasen eigentlich zu langsam sind. Das heißt, wenn wir eine Phase haben, wo die Märkte steigen oder in eine Seitwärtsphase gehen, verdienen wir Geld. Aber wenn es dann einbricht, dann werden wir in dieser Phase Geld verlieren, weil wir nicht schnell genug unsere Positionen drehen können, beziehungsweise gerade vom Seitwärtsmarkt in einen Bärenmarkt eben nicht genügend Prämien auf der Oberseite bekommen. Da muss eben der Markt erst ein wenig fallen. Und zum Schluss ist es natürlich noch so, dass es, und das kennt glaube ich jeder Optionsverkäufer, hin und wieder zu größeren Einzelverlusten kommen kann. Das heißt, auch wenn wir geplant haben, mit einem bestimmten Minus aus einem Trade maximal auszusteigen, kann es eben passieren, dass dieses Minus deutlich größer wird, als dass man eben statt geplanter 50 Dollar eben hier auch mal 150 oder 200 Dollar verliert. So, und jetzt sind wir beide zu sehen. Der Mario ist bei mir. Hallo Mario. Hallo Jens. Und warum haben wir jetzt über die Vorteile und über die Nachteile von Optionshandel und Markttechnik gesprochen? Der Grund ist ganz einfach der, ich habe den Mario dieses Jahr, wir haben uns dieses Jahr sehr genau kennengelernt. Sehr genau. Der Mario hat ein Seminar bei mir besucht. Ich habe ein Coaching bei Mario gebucht. Warum? Weil wir einfach gemerkt haben, dass unsere beiden Handelsansätze, obwohl sie auf den ersten Blick so verschieden sind, doch sich an sehr, sehr vielen Punkten positiv ergänzen. Ich kann also auch noch sagen, wir haben im August, glaube ich, war Ende Juli, Anfang August, habe ich das Seminar ja bei dir besucht auf Usedom und habe wirklich festgestellt, dass es viele Phasen gibt, in denen man im markttechnischen Handel wenig Chancen hat, gerade in Seitwärtstrends, wo ich den Optionshandel einfach
die Vorteile kennengelernt habe. Wir haben die Idee gehabt, einfach mal gemeinsam ein Projekt zu machen, nämlich wie man sich ergänzen kann, das Beste aus zwei Welten. Und der Grundgedanke ist dahinter eigentlich, dass man, viele Trader gehen immer her und sagen, das was ich mache ist das Beste oder das was du machst ist nicht so gut wie meins. Wir haben aber festgestellt, dass es gar nicht so ist, sondern dass man wirklich das Beste von zwei Welten eigentlich nehmen kann. Das heißt, man kann Dinge nehmen aus dem markttechnischen Handel, man kann Dinge aus dem Optionshandel nehmen und kann sie zusammenbringen. Und wenn man das tut, dann wird man feststellen, dass man seine Performance wird deutlich verbessern können und vor allen Dingen aber auch, das ging mir hauptsächlich so, man kann einfach ruhiger traden, weil man plötzlich weiß, dass viele der Nachteile, die wir jetzt hier gerade hatten, deine Nachteile können wir teilweise auffangen und die Nachteile, die wir in unserem Handel haben, können wir auffangen. Und das wollen wir euch, Ihnen auch mal hier präsentieren, wie man das machen kann. Und dazu haben wir Folgendes geplant. Und zwar, wir werden ein Seminar durchführen. Hier steht schon das Datum, nämlich vom 5. bis 7. Februar 2016. Das wird in Nürnberg stattfinden. 3 Tage lang mit dem Mario, mit mir, live. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, 24 Stunden am Tag. 24 Stunden machen wir nicht, aber wir werden da schon ganz schön Gas geben und werden da wirklich unser gemeinsames Wissen erstmalig, ich glaube, es hat es noch nie gegeben, nein, dass man so diese beiden Stile verbunden hat, werden wir erstmalig gemeinsam hier Seminarteilnehmern vorstellen und im Anschluss daran werden wir noch ein Webinar machen. Das startet am 29.03.2016 im März und es wird nicht nur ein einfaches Webinar sein, sondern es wird eine Webinarreihe sein. Soll ich jetzt das Seminar besuchen? Soll ich das Webinar besuchen? Wir zeigen gleich mal, was alles drin ist und dann kann man sich überlegen, was man macht. Genau. Okay. So, Mario, schauen wir uns mal an. Was sind so die Dinge, die wir unter anderem sowohl im Webinar als auch im Seminar besprechen werden? Da haben wir zum einen das Risk- und Money-Management. Da gibt es nämlich Unterschiede sowohl im markttechnischen Handel wie auch im Handel von Optionen. Und wir werden auf beide Situationen hier perfekt eingehen. Dann im markttechnischen Bereich auf jeden Fall den Trendaufbau, weil da ist es natürlich wichtig. Wir wollen natürlich immer nur handeln, wenn wir saubere Trends haben, damit wir wirklich hier auch große Gewinne machen können. Vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr, sehr viele Vorteile für uns Optionshändler herausgefunden habe. Denn bislang waren wir, das muss ich fairerweise so sagen, nicht immer so toll, was unsere Einstiege betroffen hat. Das heißt, wir hatten zwar eine hohe Trefferquote, aber wir könnten diese Trefferquote durchaus noch verbessern. Wir könnten einige Trades, die schiefgegangen sind, vermeiden, wenn wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen würden. Und da ist natürlich gut, dass man dann etwas nimmt, was funktioniert. Markttechnischer Trendaufbau, das funktioniert auf jeden Fall, das habe ich von dir gelernt. Und deswegen ist das auch ein ganz großer Punkt, auf den ich mich persönlich hier beim Seminar und Webinar sehr freue. Weiterer Punkt ist das Zusammenspiel von Trend und Bewegung, denn es geht natürlich nicht immer nur nach oben, sondern wir bekommen natürlich auch Korrekturen und das Zusammenspiel zwischen Trend und Bewegung bringt natürlich auch dann die Bewegung mit dem Trendaufbau zusammen. Und so bekommen wir eigentlich immer gute Phasen, in denen wir markttechnisch handeln können, aber auch optionstechnisch. Einstiegs- und Stopptechniken, das ist natürlich gerade auch beim Traden nach markttechnischen Gesichtspunkten extrem wichtig, weil wir müssen natürlich immer den besten Einstiegspunkt für uns suchen und einen festen Stop. Und da liegen manchmal ja auch die Problematiken im Handel von Markttechnik, dass man einfach mal die Stops gefischt bekommt, was im Optionshandel ja nicht der Fall ist, denn da haben wir ja keine Stops im System. Genau. Und wir machen Screening, Screening, Screening. Das heißt, wir werden hier nicht nur in der Theorie zusammenarbeiten, sondern auch in den Märkten zusammen screenen, um zu schauen, was sind denn eigentlich die besten Märkte und was sind die besten Aktien, die wir handeln können. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Punkt herausgefunden haben, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, das wären jetzt interessante Aktien, die es jetzt zu handeln gäbe, jetzt kommt natürlich der Part, was uns dann wieder verbindet, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt vielleicht markttechnisch herausgefunden, welche Aktien interessant sein könnten, aber jetzt geht es natürlich weiter, denn wie handelt man denn jetzt diese Aktien? Was kann man machen? Und da haben wir hier zum Beispiel dann, wie wählt man denn die richtige Option aus? Das heißt, wenn wir jetzt eine Auswahl haben, wir haben uns den Nasdaq angeschaut oder den S&P und haben hier eine Menge Aktien, vielleicht nicht eine Menge, aber so 10, 15 gute Kandidaten gefunden, dann wird es einige Kandidaten geben, wo wir sagen, okay, bei denen wäre es richtig, eine Option zu handeln. Und dann wird es andere geben, wo wir sagen, da an der Stelle ist es besser, die Aktie direkt zu handeln.
Und das war zum Beispiel etwas, was mich auch in diesem Jahr, gerade so in den letzten Wochen, Monaten, nochmal in meinem privaten Depot deutlich nach vorn gebracht hat, weil ich einfach hier Dinge miteinander kombinieren musste. Ich musste mich nicht entscheiden, mache ich jetzt das eine oder mache ich das andere, sondern und. Ich konnte das eine und das andere machen, ohne dass ich dafür einen großen Mehraufwand betreiben musste. Und das ist natürlich immer gut, wenn man nicht zusätzlich viel Arbeit hat. So, ganz wichtiges Thema, der Mario hat es schon angesprochen. Bei Aktien haben wir einen festen Stop im Markt. Das heißt, man geht halt raus aus dem Trade und der Trade ist beendet. Bei Optionen ist das natürlich nicht ganz so einfach. Und deswegen werden wir hier nochmal ganz großen Wert darauf legen. Wie adjustiert man Optionen? Wie kann man Positionen, die ein bisschen gegen einen laufen, wie kann man die noch hinbekommen? Und das könnte zum Beispiel jetzt auch wieder für Markttechniker interessant sein, denn wenn ihr aus einem Trade ausgestoppt werdet, dann seid ihr aus dem Trade draußen. Mit Optionen hat man sehr, sehr häufig die Chance, einen Trade, der mit Verlust geendet hat oder zumindest zwischenzeitlich im Verlust steht, am Ende zumindest noch auf plus minus null zu biegen, was natürlich dann insgesamt für die Performance einen relativ großen Einfluss hat. Dann ist dieser Punkt hier, wenn wir gescreent haben, wenn wir also Aktien gefunden haben oder ETFs oder andere Werte, wo wir sagen, okay, bei denen können wir jetzt damit rechnen, dass Bewegung entsteht, dann werden wir darauf eingehen, wann ist es denn besser, eine Option zu handeln und wie und wann ist es besser, eine Aktie zu handeln. Wie gesagt, hier steht zwar oder, aber man kann natürlich beides machen, bloß manchmal ist es wirklich besser zu sagen, jetzt kaufe ich oder verkaufe ich die Aktie direkt und manchmal ist es wesentlich besser zu sagen, jetzt handle ich lieber eine Option und wer sich in beiden Dingen auskennt, der geht einfach sehr, sehr viel selbstbewusster an die Märkte heran. Warum? Weil er natürlich sich vor keiner Börsensituation mehr fürchten muss. Hohe Volatilität, niedrige Volatilität. Bei den niedrigen Volatilitäten, da habt ihr absolut da habt ihr den Daumen drauf, die langen Trends, die könnt ihr mitreißen, ne? Da können wir nicht. Wir können dagegen eben mal unser Pulver so richtig rausschießen, wenn die großen Stops bei euch notwendig wären, da kommen wir eben weit vom Markt weg und können eben tolle Trades machen. Es ergänzt sich einfach sehr, sehr, sehr gut. So, und das dann hier, handelt im hochvolatilen Umfeld, das heißt in einem Crash, wie jetzt im August 2015, wenn es so 10% in zwei Tagen runtergeht, das ist natürlich für euch super. Da seid ihr schnell dabei, da macht ihr schnelle Gewinne. Aber unten wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, weil die Stops so groß sind. Also genau die Erfahrung habe ich ja dieses Jahr auch gemacht. Wir hatten ja wirklich Ende August diese Phase, wo man sehr viel Geld machen konnte, gerade im amerikanischen Markt, wo tatsächlich am Tag manchmal 10% Downs waren. Da kann man natürlich sehr viel Geld auch im Handel vom markttechnischen Bereich her machen. Aber wenn es dann ausläuft und die Volatilität zu hoch wird, dann werden natürlich auch die Stops zu groß. Und dann sind die Gewinne auch nicht mehr so riesig. Das wäre natürlich dann eine gute Sache, Optionen zu handeln. Ja, weil dann kommt nämlich unser Optionshandel ins Spiel, weil dann kann man hergehen und sagen, okay, dann kann man nämlich in so einer Phase, kann man dann zum Beispiel weit, weit aus dem Geld liegende Puts verkaufen, die man mit extrem großer Wahrscheinlichkeit ins Ziel bringt und wo man quasi dann auch die Gewinne von dem einen nehmen kann und nochmal durch die neuen Trades noch ein bisschen höher bringen kann. All das werden wir in diesem Seminar und in den Webinaren verarbeiten, werden euch das näher bringen. So, und was ist jetzt überhaupt dabei? Schauen wir uns mal an. Also am Seminar, wie gesagt, im Februar, 5. bis 7. Februar in Nürnberg, natürlich alle Inhalte live. Das heißt, wir beide werden da sein, wir beide werden dieses Seminar gemeinsam abhalten. Also man bekommt quasi zwei zum Preis von einem. Wir werden all das, was wir gemacht haben, sehr, sehr ausführlich machen. Es wird ein sehr umfangreiches Handout geben. Also das heißt, dass man auch viele Unterlagen mit nach Hause geben kann zum Nacharbeiten. Es wird ein Come-Together geben, das heißt, wir werden auch abends da sein, wir werden an allen drei Tagen am Abend da sein, wir werden mit den Teilnehmern gemeinsam besprechen können, was man handeln kann. Wir werden auch ein bisschen aus dem, denke ich, aus dem Nähkästchen plaudern, was es alles so gibt. Und hier ganz wichtig, Details, 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 wo man eben in einer Webinarreihe vielleicht nicht immer so die Zeit hat, weil es ja immer nur eine Stunde ist. Ne? Das können wir eben hier wirklich in ganzer Ausführlichkeit machen. Und was gibt es noch dazu? Die Webinarreihe. Genau, denn wer das Seminar bucht, der bekommt die Webinarreihe einfach noch mit dazu. Das heißt, auch hier zwei zum Preis von einem. Im Grunde ist es dann schon drei zum Preis von einem. So sieht's aus. Okay. So, was werden wir im Webinar machen, Mario? Ja, also dieselben Inhalte, die wir natürlich im Seminar gehabt haben. Zusätzlich haben wir natürlich 10 Live-Webinare hier.
Wir haben 10 zusätzliche Videos, was natürlich auch ganz wichtig ist. Wir haben die ganzen PDFs, Tabellen, alles, was man so braucht. Und wir haben natürlich auch noch Videos zu Fragen und Antworten für euch. Das heißt, alles, was zwischendurch kommt, werden wir wieder in Videos verarbeiten. Diese Zusatzvideos, die sind im Vorfeld dann schon produziert. Das heißt, die bekommt man dann immer vor den jeweiligen Live-Sitzungen zugeschickt, sodass man sich ein bisschen einarbeiten kann in das Thema. Und wir werden natürlich auch auf die Teilnehmer individuell eingehen. Am Ende, wir werden das alles aufzeichnen, werden das schön auf eine DVD hochprofessionell wieder pressen lassen. Also nicht so einfach bei uns hier so ein bisschen im Computer, sondern im richtigen Presswerk. Und jeder bekommt dann automatisch, jeder Teilnehmer, also sowohl jeder Webinar-Teilnehmer als auch jeder Seminar-Teilnehmer bekommt dann im Nachgang noch die DVD zugeschickt, sodass man dann auch später einfach nochmal sich das Ganze immer wieder anschauen kann. Wir werden übrigens die Webinare natürlich auch am gleichen Tag dann immer noch ins Internet stellen. Sie bekommen einen speziellen Zugang. Das heißt, wer jetzt mal bei den Live-Webinaren nicht dabei sein kann, weil er beruflich verhindert ist oder privat, der kann das dann eine Stunde später im Internet sich anschauen und auch während das Ganze läuft, bis er die DVD hat, so oft er will. Also Sie können sich das auch jede Sitzung 10-mal anschauen, um wirklich jedes Detail, was wir hier besprechen, mitzubekommen. Und eins haben wir vergessen, das haben wir gar nicht hingeschrieben. Wir werden natürlich auch während des Webinars live handeln. Auf jeden Fall. So, das heißt also, sowohl der Mario als auch ich, wir werden jeweils unsere privaten Konten zeigen, werden Trades machen. Nicht unbedingt so, dass ich nur die Optionen mache und du nur die Aktien, sondern wir können das auch mal ein bisschen mischen. Genau. Damit man einfach sieht, jeder kann auch das, was der andere macht. Also man kann das erlernen. Ich werde die Aktien mit bei mir einbauen oder vielleicht auch CFDs. Ne? Das hast du mir auch gelernt, dass man sehr viel mit CFDs auch machen kann. Und du wirst auch die ein oder andere Option sicherlich mit einbauen. Genau, so werde ich machen. Okay. So, jetzt natürlich die spannende Frage. Trommelwirbel, was kostet das Ganze? So. Also, was kostet das Ganze? Und zwar für das Seminar 3 Tage, wir haben nur 20 Plätze. Ich habe das extra hier rot geschrieben, weil wir wissen, sowohl aus unserer Erfahrung als auch von Mario, dass diese Plätze sehr, sehr schnell weg sein werden. Und aus räumlichen Gründen können wir nur 20 Teilnehmer mitnehmen. Deswegen auf 20 reduziert oder beziehungsweise limitiert. So heißt es richtig, limitiert. Was kostet das Ganze? Das kostet 1785 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und jetzt nicht pro Coach, sondern insgesamt. Also der Mario und ich, wir teilen uns da rein. 1785 Euro. Das Webinar kostet 485 Euro. Beide Preise jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Also auch für unsere Kunden aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, egal woher. Überall der gleiche Preis. 1785 oder 485 und... Wenn man das Seminar anschaut, ne, das ist ja mit dabei, sind es eigentlich nur 1300 Euro, 3 Tage, 2 Coaches, glaube ich, ist kein schlechter Preis. So, noch eine Idee, wie wir das noch ein bisschen drücken können? CapTrader. Wir haben natürlich mit unserem Broker wieder gesprochen und haben gesagt, hier, wir haben ein gutes Angebot, haben dem das vorgestellt, haben dem das gezeigt und er hat gesagt, super, wir unterstützen euch und deswegen gibt es wieder mal eine Aktion von unserem Partnerbroker CapTrader, bei dem wir ja auch handeln. Und zwar, wenn Sie noch kein Konto bei CapTrader haben und da ein Neukunde sind, wenn Sie da ein Konto öffnen, Sie können da ein Konto bei ab 5000 Euro eröffnen, dann bekommen Sie 150 Euro von CapTrader auf dieses Konto dazugezahlt. Wenn Sie ein bestehendes Konto haben und stocken das um 5000 Euro auf, dann auch 150 Euro. Wenn Sie sogar 25.000 Euro oder mehr aufstocken, dann gibt es nochmal 250 Euro dazu. Das heißt also, Sie können hier maximal 250 Euro dazu bekommen. Damit ist das Webinar zum Beispiel nahezu geschenkt, wenn Sie ein Neukunde sind bei CapTrader. Und selbst wenn Sie hier nur diese 150 bekommen, ist das ein Drittel vom Preis. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Angebot. Und wir haben deswegen auch CapTrader gewählt. Es gibt ja auch andere Broker, wir wissen das alle, weil wir eben hier wirklich auch mit kleinem Geld anfangen können, weil gerade manche Dinge... Man kann die Aktienoptionen mit kleinen Konten handeln und man kann ja zum Beispiel auch Markttechnik mit CFDs, kann man ja auch das handeln, beziehungsweise man kann es auch klein machen. Man muss ja nicht immer 100 Stück der Aktien handeln, genau. Man kann auch im Grunde 10 handeln oder 5. Das geht genauso. Das geht genauso gut und das funktioniert eben mit Aktien und auch mit CFDs. Also ich mache das ja im Moment auch mit kleinen Konten, ähnlich wie du auch. Mhm. Und ich handle es tatsächlich mit Aktien, auch im deutschen Markt. Und man sieht wirklich, es geht auch mit einem kleinen Konto, auch mit einem 5000 Euro Konto. Okay. So, das waren jetzt alle Infos und jetzt liegt es einfach nur noch an euch, an Ihnen.
ob sie dabei sind, ob sie das Beste aus zwei Welten für ihr Trading 2016 haben wollen. Markttechnik trifft Optionshandel. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist und weil ich überzeugt davon bin, dass das, was mir in diesem Jahr geholfen hat, meine Performance nochmal zu verbessern, was glaube ich auch dir geholfen hat, deine sowieso schon sehr, sehr gute Performance auch nochmal ein Stück nach vorn zu bringen, dass es auch euch, dass es auch Ihnen helfen wird, das Ganze nochmal besser zu machen. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf dieses Projekt. Nächstes Jahr im Februar geht's los. Genau. Im März dann die Webinarreihe. Und wer Fragen hat, schreibt entweder dem Mario oder mir. Und dann sehen wir uns entweder in Nürnberg oder im März dann auf dem Webinar. Tja, bis dahin, gute Trades. Genau, macht's gut.